Ja, die Firma Pulverbeschichtung Schreiner ist in 1989 gegründet worden. Wir haben uns aus einem Metallbauunternehmen gegründet, der Grevenauer Metallbau. Einfach aus der Not heraus, wir haben damals in 1989 hier in der Region durch die Zone Grenze zur ehemaligen DDR einfach keine Lieferanten gefunden für die Oberflächenbeschichtung und haben deswegen nach einer anderen Lösung gesucht. Die Lösung für uns war, eine eigene Beschichtung aufzubauen, was wir dann 1989 gemacht haben. Deswegen auch das 25-jährige Jubiläum dieses Jahr am 27. Juni. Gestartet sind wir mit 20 Mitarbeitern. Heute sind wir knapp 150 Mitarbeiter hier am Standort Grevenau. Die Entwicklung war relativ schnell, rasend schnell durch die Grenzöffnung 90, mit der wir hier nicht rechnen konnten, die uns aber ja, einen guten Start hier verschafft hat, sind wir sehr schnell gewachsen. Wir haben dann in 89 mit unserer Anlage 1 begonnen, eine klassische 5-Zonen-Durchlauf-Spritzanlage mit 3 Pulverkabinen, haben dann 1992 schon unsere Anlage 2 gebaut, auch eine Durchlaufspritzanlage mit 8 Zonen, wo wir heute 3 Kabinen drauf betreiben. Haben dann in 2001 in unsere Vertikalanlage investiert mit 2 Beschichtungslinien. In 2006 dann in unsere Reinraumanlage, auf der wir sehr stark die Haustürindustrie bedienen. Reinraumanlage war für uns ein Novum, ist nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal am Markt in der Lohnbeschichtungsbranche. Auf der Anlage, wie der Name schon sagt, Reinraum, können wir unter Reinraumbedingungen beschichten, also nahezu staubfreie Oberflächen aufbringen, also pickel- und stippenfreie Oberflächen aufbringen. Ja, das Thema Nachhaltigkeit war uns über die Jahre hin sehr wichtig. Wir haben in 1995 hier schon in eine Regenwassernutzung investiert. Wir sammeln etwa 1,1 Millionen Liter Regenwasser unterirdisch, welches wir hier in unserer Abwasseranlage reinigen, wieder aufbereiten. Mit dem Wasser waschen wir die Materialien unserer Kunden. Somit verbrauchen wir dafür kein Stadtwasser. In 2005 haben wir dann auch die Abwasserfreiheit hier erlangt über eine Vakuumdestillation. Das heißt, das Abwasser speisen wir nicht mehr in den Kanal ein, nachdem wir es verschmutzt haben, sondern wir reinigen es hier selbst. Bis zu 1-2% Restkonzentrat geht das Wasser wieder in den Kreislauf. Ja, auch im Bereich Photovoltaik sind wir sehr stark. Wir erzeugen hier 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom. Die wir zu ca. 600.000 Kilowattstunden selbst verbrauchen. Und jetzt zu guter Letzt auch die Einweihung bei unserem 25-jährigen Jubiläum der Biomasseheizanlage ersetzt bei uns das Öl, sodass wir etwa 900.000 Liter Heizöl einsparen. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? Ja, für die Zukunft haben wir den Plan, dass wir uns als der Beschichter am Markt etablieren wollen oder festigen wollen, der als Überschrift hat CO2-neutrale Oberflächenbeschichtung vom Waschprozess über den Trockenprozess bis hin zum Aushärteprozess. Und das eben auch vermarkten wollen. Ich denke, dass es in Zukunft nicht nur über den Preis gehen wird, über Lieferzeit und Qualität, sondern auch über das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität.